Das war noch schrecklicher als ein Schluck von Bacchus Tropfen. Clive, sieh doch. Blauer Himmel. Wie ist das möglich? Ihr wisst doch, was ein Schimmer ist, oder? Nö, keine Ahnung. Die Illusion funktioniert beidseitig. Und dafür sind wir dankbar. Wer will schon jeden Tag diese scheußlichen Wolken anstarren? Sieht schön aus, gefällt mir. Und das ist das Ende unserer kleinen Reise. Wir sind da. Der Weg in unser Dorf ist ziemlich lang und anstrengend. Ich hoffe, ihr seid gut in Form. Ich nicht. Ich habe zu viel Cola getrunken. Ich bin fett. Hi, herzlich willkommen bei Graf Wallners ASMR. Ich bin komplett hohl in der Birne und kann euch leider nicht unterhalten. Will aber trotzdem, dass ihr mir Geld schenkt. Also halte ich meine Titten in die Kamera. Hm? Denkst du etwa, dass wir schon da sind? Das Dorf ist nicht hier oben, sondern auf der anderen Seite des Berges. Natürlich ist es das. Ja, ein Berg kann anstrengend sein. Ja, warum? Alter Schwede. Gib gut Acht, Sid. Dieser Pfad ist tückisch. Nicht nur wegen der Klippen. Bestien gibt es hier auch mehr als genug. Danke für die Warnung. Kann ich auch, oder? Bitte nenn mich Clive. Sid ist ein Deckname. Es wird euch erfreuen zu hören, dass ich keinerlei Decknamen benutze, Lady Schuler. Ach, ist das so, Lord Margrace? Mir ist das einerlei. Schick, schick. Gefällt mir. Das gefällt mir. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir jetzt noch eine stärkere Waffe kriegen als vorher, weil das DLC später rausgekommen ist. Und dass die nächste S-Bar verdammt anstrengend ist. Ich habe mich schon gefragt, wann sie uns wittern würden. Bleib zurück. Die übernehmen wir. Ach, werdet ihr das? Soll ich meine Axt und meine Magie also stecken lassen? Magie erwähnt, aber ihr scheint keinen Kristall bei euch zu haben. Seit wann braucht eine Trägerin dafür Kristalle? Und wo ist dann euer Brandmal? Das wartet auf mich in Sanbreck, falls ich einmal unvorsichtig sein sollte. Dann kann es lange warten. Also hier werden Träger nicht... Verstehe. That's what she said. Warum ist sie... Da.
Ah, das Ausweichen ist, naja. Hält sich in Grenzen, aber was hältst du von der Dingsbums? Also, just sag Bescheid, wenn du komplett oben wieder da bist. Von dort werdet ihr einen guten Blick auf unser Zuhause haben. Dieser Anblick war bisher nur wenigen Fremdlingen vergönnt. Ich hoffe, ihr wisst das zu würdigen. Ist aber... sieht schick aus. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Das, meine Freunde, ist Mycidia. Alter, nicht schlecht. Und da war Echoes of the Fallen mit diesem riesigen Palast gefühlt recht klein. Seit meiner Kindheit habe ich den Norden so nicht gesehen, so... so... voller Leben. Ich bin sicher, ihr habt unzählige Fragen. Aber es war eine lange Reise. Ich glaube, wir sollten uns alle etwas ausruhen. Unser bescheidenes Zuhause ist nicht weit von hier entfernt. Wenn ihr mir also folgen wollt... Pokémon 2021 Karmesin und dann werde ich euch alles Purpur genau erzählen. Sieht von den Texturen aus wie ein Barbie-Film. Animiert von 2006. Also bei der nächsten Pokémon-Edition bin ich sehr gespannt. Da warte ich, da werde ich mir ist wirklich schön hier, Schule. Reviews, und wir Let's wollen, Plays dass angucken. Das auch so bleibt. Und so weiter und so fort. Okay, das war gemein. Was, eine Höhle? Ja, Torgal. Hm? Er ist ein guter Junge. Das habe ich vermisst. Diese Grafik läuft immer noch mit mehr FPS. Leuchtet dieser Steinhaufen etwa? Das ist einer der Steinmänner, die den Schimmer aufrechterhalten. Fasst ihn bitte nicht an. Ich fühl's. Alter, Level 50 ist natürlich auch... Wenn die Woge wirklich im Zorn heraufbeschworen wurde... Was könnte dann der Grund dafür gewesen sein? Ich glaube, wir werden heute damit nicht fertig. Also könnt sagen, was ihr wollt. Final Fantasy 16 ist ein sehr schönes Meisterwerk. So, heile ich mich noch mal ein bisschen. Das ist doch alles gut. Wunderbar. So, dann laufen wir jetzt mal weiter. Aktuell bin ich gerade in so einer Down-Phase. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich kommentieren sollte. Ich bin nicht mehr so gesprächig, seitdem ich ein alter, arbeitender Mann bin.
Oder ich habe nicht mehr so viel Mitteilungsbedürfnis, weil ich das auf der Arbeit gut mache. Hätten wir uns den weiten Weg nicht sparen können, wenn wir weiter nördlich an Land gegangen wären? So nah am Dorf? Sicher nicht. Hast du dich gerade beschwert, Joshua? Halte ich für eine sehr große... sehr fragwürdig. Auf den Wassern der Gezeiten. Kehrt das Morgenlicht zurück. Ja, öffnet das Tor! Shula ist wieder da! Wie viel Misstrauen kann man denn noch haben? Die haben es einfach geschafft. Keine Fäulnis, nichts. Fremdlinge? Unglaublich. Es sieht aus wie eine gesamte. Sieh mal, was für ein riesiger Hund. Jetzt ist aber gut. Zurück an die Arbeit mit euch. Es sieht aus wie ein gesamter Inzesthaufen. Bitte entschuldigt die Neugier meiner Leute. Wir haben selten Besucher. Also, eigentlich nie. Es ist uns eine Ehre, die Ersten zu sein. Hier leben also die Kinder des Wassers. Fast wie in einer anderen Welt. Na, glaubt ihr mir jetzt? Immer. Es bleibt uns kaum etwas anderes übrig, Milady. Doch wie kam es, dass euer Volk sich im Norden niedergelassen hat? Wenn ich mich nicht irre, waren die Kinder des Wassers lange Zeit an den Küsten im Süden Ashras beheimatet. Bis Drachenhorn fiel und die Fäule sie immer weiter ins Land trieb, was... uns ins Verderben führte? Uns und unseren Dominos? Das ist die Geschichte, die von der Gwigorischen Kirche verbreitet wird. Unsere Version unterscheidet sich ein wenig davon. Das Gebäude dort drüben ist die Vitanhalle, wo wir uns versammeln und wichtige Angelegenheiten besprechen. Lasst uns dort weiterreden. Sobald wir die nötigen Vorbereitungen getroffen haben. Es wird nicht lange dauern, aber seht euch doch in der Zwischenzeit ein wenig im Dorf um. Danke. Das werden wir. Interessant. Er kommt hier rüber. Was sollen wir machen? Keine Ahnung. Tu einfach so, als wärst du beschäftigt. Hey, die sehen anders aus. Nee, auch nicht. Eine Stängel, schlaffe Blätter. Wir müssen sofort Dung und Stroh auf den Feldern ausbringen, sonst verdirbt uns die Ernte für den Herbst. Ich gebe euch mein Getreide. Ihr gebt mir eure Eier. Alle sind glücklich. Bis auf die Eier vielleicht. Okay, das ist lustig. Das ist lustig. Halt dich ja vom Tempel fern. Hast du gehört? Ja doch, zum 100. Mal. Also mir gefällt die Sache einfach nicht. Fremdlinge sollten draußen bleiben. Schwierig. Guck mal, der Große hat einen schwarzen Umhang an. Denkst du, er ist der Anführer? Das ist eine Fackel, die brennt nicht. Das sind die Fremdlinge. Leise! Es ist unhöflich, Fremdlinge Fremdlinge zu nennen. Ah, oh, gut abgehangenes Fleisch.
Schick, schick. Gut, in die Häuser kann ich natürlich. Wie lange steht diese Brücke wohl schon hier? Ach, mindestens so lange wie wir. Also mindestens 90 Jahre. Die verdammten Curls hatten mich umzingelt. Ich habe es gerade noch so zur Zuflucht zurückgeschafft, bevor sie mich in Stücke reißen konnten. Du bist also einfach weggelaufen. Sicher, dass du ein Träger bist? Oh, schön. Ah, Chocobos. Die kennen wir ja. Hast du gehört, meine Süße? Vater nimmt dich heute mit. Komm schon, Manda. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ein schönes Dorf. Gefällt mir. Anscheinend wurde einer der Steinmänner von einer Gazelle umgeworfen. Als ob wir nicht schon genug zu tun hätten. Aber in Ordnung gebracht werden muss er. Wir wollen den Schimmer ja nicht verlieren. Okay. Die Armen sind ja richtig kreidebleich. Geht es ihnen nicht gut? Aber nein, Mutter. Ich glaube, die sehen einfach so aus. Okay, das ist lustig. Willkommen in der Zuflucht. Lady Shula erwartet euch in der Vitanhalle. So, dann wollen wir mal gucken. Na, was haltet ihr von unserer kleinen Zuflucht mitten im Wald? Verglichen mit den Städten im Süden mögen wir hier vielleicht auf einige Annehmlichkeiten verzichten müssen, aber es ist unser Zuhause. Und das ist doch, was wirklich zählt. Es kann nicht einfach gewesen sein, das Dorf so lange geheim zu halten. Ganz und gar nicht einfach. Unsere größte Sorge ist es, den Schimmer aufrechtzuerhalten, der uns vor dem Rest der Welt verbirgt. Uns und Valeas. Valeas? Ist das Leviathans Dominus? Richtig. Eine große Last für einen kleinen Säugling. Oh. Er ist noch ein Kind? Aber du sagtest doch, dass der Dominus und seine Esper vor fast einem Jahrhundert in der Woge eingeschlossen wurden. Also müsste er sogar noch älter sein, oder nicht? Eigentlich schon, wenn er gealtert wäre wie jeder andere. Aber nicht einmal das ist ihm noch vergönnt. Ich fürchte, ich verstehe nicht. Valeas ist der Sohn meines Urgroßvaters. Fast sofort nach seiner Geburt ist Leviathan in ihm erwacht. Aber anstatt ihm ein einigermaßen normales Leben als Teil der Gemeinschaft zu ermöglichen, wollten meine Vorfahren seine Macht für ihre eigenen Zwecke nutzen. Doch zu ihrem Unglück hat die Esper in Valeas die Niedertracht in ihren Herzen gespürt. Leviathan beschwor eine gewaltige Welle herauf, die das ganze Dorf verschlungen hätte, wenn meine Ahnen ihn nicht aufgehalten hätten. Also ist es nicht die Woge, welche das Kind gefangen hält, nicht wahr? Es ist die Zeit selbst. So ist es. Entschuldige, aber ich begreife es immer noch nicht. Verständlich. Das alles ist nicht gerade leicht zu erklären. Er ist in der Zeit gefangen. Vielleicht sollte ich euch einfach zur Woge bringen. Okay, jetzt wird's wirklich interessant. Damit ihr selbst seht, was Valeas erdulden muss. Dafür sind wir ja gekommen. Dann lasst uns gehen. Wir nehmen den Weg, der vom Dorf aus nach Norden führt. Über den gelangen wir direkt in die Woge hinein. Macht ihr euch auf zur Woge, Lady Shula?
Ja, Dalina. Hast du mit den anderen über unsere Gäste gesprochen? Das habe ich. Alle wissen Bescheid, dass sie wie ein Teil der Familie behandelt werden sollen. Willkommen, ihr Dann seid jetzt... Dann dürfte euch niemand Probleme bereiten. Aber bitte, nimm trotzdem dieses Symbol meines Volkes an dich. Jetzt sind wir ein Teil der Inzestkinder, die alle gleich aussehen. Vielen Dank. Ich freue mich schon darauf, die Familie kennenzulernen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Solltet ihr Fragen bezüglich unseres Dorfes haben und Lady Shula verhindert sein, dann wendet euch bitte jederzeit an mich. Ich werde euch helfen, wo ich nur kann. Danke. Das werden wir. Dann auf gute Gezeiten. Schön. Schön hier im Dorf. Auf der anderen Seite der Brücke findet ihr unser Vorratslager. Wenn ihr irgendetwas braucht, werdet ihr dort vielleicht fündig. Allerdings können wir euch nichts umsonst überlassen. Wir haben ja selbst nicht viel. Du bist doch Sid, oder? Der Mann, von dem Shula gesprochen hat? Könnte ich dich vielleicht um Hilfe bitten? Bei was denn genau? Oh, bei nichts allzu Schwierigem. Kennst du meinen Mann, Pavard? Er ist der Dorfschmied und unter anderem. Also, bald ist sein Namenstag und deshalb wollte ich ihm ein Geschenk machen. Oh, das ist lieb. Er ist Handwerker, musst du wissen, und gerade beklagt er sich darüber, dass er kaum noch Blumen für seine Färbemittel hat. Also habe ich mich gefragt, ob du nicht für mich welche bei den Blumenpflückern holen und zu ihm bringen könntest. Sollte dieses Geschenk nicht besser von dir kommen? Du kleine faule Socke. Vielleicht, aber das geht nicht aus Gründen, über die ich jetzt nicht sprechen kann. Ach bitte, ich weiß, es hört sich albern an, aber ich wäre dir so dankbar. Na gut. Okay. Was für Blumen braucht dein Mann denn genau? Die süßen kleinen Blauen, die am Fluss wachsen. Ahnensegen heißen sie. Wir färben unsere Stoffe mit ihnen, um uns dem Wasser nahe zu fühlen, genau wie sie es sind. Und keine Sorge, du musst sie nicht selbst sammeln. Geh einfach zu unseren Blumenpflückern und bitte sie, dir etwas von ihrer Ernte abzugeben. 2 Körbe sollten meinem Mann für eine Weile reichen. 2 Körbe wird erledigt. Das Marmor natürlich. Vor dem Spiel genieße ich alles. Ich finde doch auch, dass das Kind gerettet werden sollte. Wie das für uns erledigen? Entschuldige. Könntest du möglicherweise einen Korb voll Ahnensegen entbehren? Pavards Frau hat mir aufgetragen, welchen zu besorgen. Für ihren Mann. Sie meinte, dass ich mich an dich wenden soll. Ah, Würda will, dass du ihre bessere Hälfte mit den Früchten unserer Arbeit segnest, ja? Nimm sie ruhig. Vielleicht lässt sich der alte Miesepeter damit zähmen. Wie meinst du das? Ach, ignorier mich einfach. Also Miesepeter. Pavard ist zwar ein Sturkopf, aber nicht dumm. Wenn du Geschenke mitbringst, wird er sich schon zu benehmen wissen. Das hört man doch gern. Okay, das ist lustig. Danke. Er ist wahrscheinlich sauer auf seine Alte. Ich glaube, die lässt sich nicht so leicht bequatschen. Oh, willkommen in der Zuflucht, mein Freund. Danke. Oh, jetzt wird die Jill aber gleich eifersüchtig. Bitte entschuldige meine Dreistigkeit, aber die Frau des Schmieds hat mich gebeten, ihrem Mann etwas Ahnensegen zum Geschenk zu machen. 2 Körbe voll, um genau zu sein. Also ich hätte hier einen, falls dir das weiterhilft. Das tut es. Vielen Dank. Oh, unser Clive ist ganz schön freundlich vom Gesicht her. Sie sind wirklich schön. Nicht wahr? Aber das ist nicht der einzige Grund, warum sie uns Kindern des Wassers so viel bedeuten. Die Legende besagt, dass der damalige Anführer einige Samen des Ahnensegens aus Ashra mitgenommen hat, als unsere Vorfahren ihre alte Heimat dort aufgeben mussten.
Und wo immer unser Volk auf der Suche nach Wasser Halt gemacht hat, soll er einige der Samen gepflanzt haben. Jeder Anführer nach ihm hat diese Tradition aufrechterhalten. Das ist eine schöne Tradition. So haben die Blumen schließlich auch hier in Mysidia Wurzeln geschlagen. Genau wie wir. So, das sollten genug Blumen sein. Schneller Abschluss. Nach dem Erledigen der Hauptaufgabe einiger Aufgaben hast du die Möglichkeit, sofort zum Abschlussort des Auftrags zu reisen. Also weiter zu Pavat. Ah, das ist cool. Gibt's da so viele, dass sie das hier mit einbringen mussten? Oder ist es so eine Sache, dass sie später eingebracht haben? Was willst du? Deine Frau hat mich gebeten, dir diese Blumen zu bringen. Unglaublich, diese Frau. Na los, zeig dich. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Wer? Ich? Wäre einer von euch beiden so freundlich, mir zu sagen, was hier vor sich geht? Bitte entschuldige. Es war nicht meine Absicht, dich an der Nase herumzuführen. Es ist nur... Also mein Mann kann manchmal ziemlich schroff sein und ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit für euch, einander ein bisschen näher kennenzulernen. Okay, das hört sich falsch an. Schließlich bist du ein Schwertkämpfer und er der einzige Schmied hier im Dorf. Es wäre doch schade, wenn du ihn nicht um Hilfe bitten könntest. Er konnte mich bis jetzt nur nicht um Hilfe bitten, weil ich so viel mit den ganzen anderen Aufträgen zu tun hatte, die ja alle unbedingt sofort erledigt werden mussten. Aber mit denen bin ich jetzt fast fertig. Den Gezeiten sei Dank. Schula hat gesagt, wir sollen euch Fremdlingen helfen. Und genau das werde ich tun. Auch ohne diese kleinen Spielchen meiner Frau. Für die ich mich übrigens entschuldigen möchte. Also, wenn du irgendwas brauchst, bring mir einfach das nötige Material. Alles klar? Der ist doch gar nicht so unumgänglich. Mann vieler Worte. Alles klar. Und danke für die Blumen. Ich hatte fast keine mehr da. Wie ich höre, benutzt ihr sie zum Färben. Genau. Die zerstampften Blätter ergeben ein schönes Blau, das nicht leicht verblasst. Wir färben damit den Stoff für unsere Kleider und Banner, um uns an unsere Herkunft zu erinnern. Daran, dass ihr alle Kinder des Wassers seid. Die Kinder der See. Richtig. Das Muster wurde uns auch von unseren Vorfahren überliefert. Wir nennen es das rastlose Rinnsal. Es symbolisiert den Strom unseres Stammes und die Stärke von Leviathan, die in ihm fließt. Das ist schön. Und wie sehr sich dieser Strom auch gewandelt oder seinen Lauf verändert haben mag, die Blumen waren immer bei uns und säumten unsere Ufer. Schick, schick, gefällt mir. Ich sollte zurück an die Arbeit. Wie gesagt, wenn du irgendwas aus der Schmiede brauchst, sag Bescheid. Das werde ich. Es war schön, dich kennenzulernen. Ich wusste es ja. Okay. Ja, mal so eine andere Geste. Schützt beim Einsatz von Titans Esper-Kräften, okay. Ich würde gerne mal wissen, was der im Angebot hat. Ja? Verteidiger. Ewigschatten habe ich schon. Hm. Wo zum blauen Himmel ist dieses Mädchen nur hin? Suchst du ein Mädel, mein alter Mann? Ach ja, damals. Dir werde ich was erzählen, wenn sie zurück ist. Oh je, so kommt sie nie zurück. Entschuldige, ich war gerade ganz weit weg. Wie kann ich dir helfen? Wenn du irgendwas aus dem Lagerhaus brauchst, solltest du aber besser meine Frau fragen. Bezahlen müsstest du die Sachen allerdings. Wir wollen dich nicht ausnehmen, aber du weißt schon, man muss ja über die Runden kommen. Ich verstehe.
Ach so, und es könnte noch eine Weile dauern, bis sie dir behilflich sein kann. Warum? Warum das? Sie hat gerade alle Hände voll damit zu tun, im Lagerhaus Bestandsaufnahme zu machen. Eigentlich wäre das die Aufgabe meiner Tochter. Aber der kleine Strolch ist mal wieder irgendwohin verschwunden. Also. Weiß der Himmel, was sie gerade anstellt. Die kackt in die Ecke. Soll ich vielleicht Ausschau nach ihr halten? Oh, nicht doch. Einen Fremdling könnte ich nie um so etwas bitten. Oder würde es dir wirklich nichts ausmachen? Ach, das machen wir doch. Natürlich nicht. Weit kann sie ja nicht sein, oder? Hoffentlich. Aber ich habe schon das ganze Dorf abgesucht und keine Spur von ihr gefunden. Wahrscheinlich hat sie sich mal wieder in eins ihrer kleinen Abenteuer gestürzt. Ah, sie ist ein ziemlicher Wildfang, was? Das kannst du laut sagen. Sie kann keinen Moment stillsitzen, vor allem seit sie weiß, dass wir Besuch von euch bekommen. Fremdlinge. Als sie das gehört hat, haben ihre Augen angefangen zu leuchten vor lauter Aufregung. Vielleicht wollte sie bei eurer Ankunft einen Blick auf euch erhaschen und ist zum unteren Tor gegangen, durch das ihr reingekommen seid. Würdest du den Wächter fragen, ob er sie zufällig gesehen hat? Ruka heißt sie übrigens. Na, dann suchen wir Ruka doch. Falls ich sie finde, sage ich dir Bescheid. Mach dir nicht zu viele Sorgen. Ach, die kleine Ruka. Dann wollen wir die Kleine mal suchen. Meine Vorfahren. Dieser kleine Tonig gut. Die Kraft, die tosenden Wasser meines Herzens zu zähmen, hofft, dass es endlich Frieden finden möge. Was? Hast du gerade gesagt, dass du dein Herz stillstehen will? Was? Das hat sich nach einer Bitte nach einem schnellen Tod angehört. Entschuldige. Du hast nicht zufällig die Tochter des Lagerverwalters gesehen, oder? Die kleine Ruka. Habe ich zufällig doch. Sie ist vorhin hier durch das Tor raus. Raus aus dem Dorf? Ganz allein? Ja, das macht sie ständig. Es gibt einen kleinen Pfad, der links runter zum Fluss führt. Ein echt schönes Plätzchen ist das. Und sicher noch dazu. Die Bestien aus den Bergen wagen sich nicht so nah ans Dorf heran. Da wird sie sein. Geh ruhig und sieh selbst nach, wenn du mir nicht glaubst. Das werde ich. Ich wette mit dir, die wurde von Monstern angegriffen. Na dann gucken wir mal. Das muss der Pfad sein. Hat sich gerade eben angehört wie eine Klapperschlange oder so. Also es ist... Ich ja gerade... Ist schon schick hier. Da, ich meine, ich hätte eben Bienen oder so. Hier sind sie auch nicht. Du bist's. Ich hab dich überall gesucht. Du musst Ruka sein. Du kennst meinen Namen. Kannst du etwa Gedanken lesen? Dein Vater hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Du hast ihm nicht verraten, wo du hin willst. Er hat sich Sorgen gemacht. Aber ich hab dich gesucht. Jetzt hast du mich ja gefunden. Wie wäre es, wenn wir zusammen zum Dorf zurückgehen und deinem Vater Bescheid sagen? Ja, gut. Ist lieb. Auf dem Weg nach Hause kannst du mir dann von der Welt hinter dem Wall erzählen. Ich will alles wissen. Alles Scheiße, alles Mord und Totschlag. Für alles wird die Zeit wohl nicht reichen. Und alles ist böse und will dein Tod und Verderben und... AFK Essen, der Gute. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Kein Problem, alter Mann. Entschuldige die Umstände. Ach, so eine ganz Liebe. Ach, im Gegenteil. Wir haben uns gut unterhalten. Papa, wusstest du, dass es in der Außenwelt Dörfer gibt, die 10-mal so groß sind wie die Zuflucht? 10-mal!
Städte nennt man die. Und in diesen Städten gibt es riesige Mauern und Türme und Festungen. Wirklich? Warum habe ich mir überhaupt Sorgen um dich gemacht? Über die Außenwelt kannst du mir nachher erzählen, ja? Geh und hilf deiner Mutter im Lager. Schon gut. Kleine Trotzbacke. Ich lieb. Danke, dass du ihre Fragen so geduldig beantwortet hast. Sie hat eine Menge davon. Eine der drängendsten war, wie die Menschen außerhalb des Walds denn so sind. Ich glaube, du hast ihr einen sehr guten ersten Eindruck verschafft. Hat sie außer uns noch nie welche getroffen? Nein, ihr seid die Ersten. Der Rest der Welt darf nichts von uns wissen. Deswegen müssen wir aufpassen, wen wir rein und rauslassen. Ein paar von uns besorgen hin und wieder Vorräte von außerhalb. Aber größtenteils begnügen wir uns mit dem, was wir hier bekommen. Und was uns die Einheimischen vor langer Zeit hinterlassen haben. Ja, mir ist aufgefallen, dass ihr eure Häuser auf alten Fundamenten gebaut habt. Und sehr gute Fundamente sind das. Die Maurer damals hatten Ahnung von ihrem Handwerk. Ja, würde ich sagen. Um die müssen wir uns also keine Sorgen machen. Nur alles andere ist ein Problem. Arzneien, Metall für Werkzeuge und sowas. Für all diese Dinge müssen wir uns als reisende Händler verkleiden und in die Außenwelt wagen. Und dabei zu jeder Wolke im Himmel beten, dass wir nicht auffliegen. Deswegen braucht ihr also Gil. Genau. Und jetzt, wo Ruka zurück ist, sollte meine Frau auch Zeit haben, dir bei deinen Einkäufen zu helfen. Also bedien dich ruhig an unseren Vorräten. Im Gegenzug sind wir dann so frei, uns an deinen Gil zu bedienen. Ich habe eine Ahnung, dass mir das Geld hier etwas lockerer sitzen wird als sonst. Ach, Clive. Mein guter, guter Clive. Zeitloser Talg. Ah, Fett von Wildschwein. Danke, dass du meine Tochter nach Hause gebracht hast. Ich verstehe ja, dass sie sich nach Abenteuern sehnt, aber sie muss hier eben mithelfen, wie alle anderen auch. Naja, jetzt ist sie ja zurück und ich kann mich wieder meinen eigenen Aufgaben widmen, wie zum Beispiel mich um unseren Besuch zu kümmern. Also, braucht ihr irgendwas? Sag einfach Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Oh, das ist nicht schlecht. Das Hüfttuch gibt mir ein bisschen mehr Verteidigung. Und das auch. Dann auf gute Gezeiten. Brauche ich aktuell nicht. Was denkst du, sieht Schula nur in diesen Fremdlingen? Genug, um sie hier bei uns willkommen zu heißen. Also müssen wir es ihr nachtun. Gut, ich würde aber tatsächlich ganz gerne nochmal. Kann ich auch schnell reisen? Ich würde nämlich ganz gerne nochmal gucken, ob ich hier mir noch was holen kann. Aber dafür brauche ich Kohle. Und das habe ich ja bei der Dingsbums ausgegeben. War vielleicht nicht so eine coole Idee. Seh mal an, du lebst ja noch. Aha. Was suchst du denn? So, Ragnarok. Verteidiger plus 2. Das bekomme ich schon an den Mann. So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Hast du noch irgendwas? Das bekomme ich schon an den Mann.
So, ja, da gibt's mehr Leben, aber weniger Verteidigung. So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Die würde ich... Oh. Die würde ich ganz gerne mal behalten. Fertig. Hier auch. Aha. Dann mal gucken, wie viel Kohle habe ich dann. Sehe ich nirgends. Doch, 22. Ja, 22.000 sollte schicken. Das sollte schicken. Dann kann ich nämlich noch mal ein paar Sachen holen. Meine Vorfahren hört mich an. Mehr haben wir leider nicht. Bitteschön. Möge es dir von Nutzen sein. Dann auf gute Gezeiten. Super. Was denkst du, sieht Schula nur in diesen Fremdlingen? So, jetzt will ich tatsächlich gerne nochmal zum Schmied gehen. Warte mal, wo ist denn jetzt der Schmied? Da bin ich schon drüber. Du hast doch früher in der Außenwelt gearbeitet. Ich will mal gucken, ob ich das, was ich jetzt trage, vielleicht nicht noch verbessern kann. Was willst du denn? Das ist was Besonderes, ne? Na gut, dann wird es für mich Zeit weiterzumachen. Schade, dass man das Zeug halt nicht verbessern kann. Das wäre cool, aber vielleicht ein bisschen zu OP. Aber ich bin eigentlich soweit ganz... Die verdammten Curls hatten mich um... Hast du gehört, meine Süße? Das hätten sie sparen können. Ich weiß Gleich nicht. Kommen wir an zwei Schiffen vorbei. Schiffen? Aber wir sind doch nicht einmal in der Nähe der Küste. Das ist das Volk des Wassers. Die werden schon irgendwie ihre... Es sieht halt schon echt geil aus, ne? Sieht halt schon echt ziemlich geil aus, das mit dieser fruchtbaren Umgebung. Aber da Wasser nun mal Essenz des Lebens ist. Wir folgen dem Pfad nach Osten, am zweiten Schiff vorbei. So kommen wir am schnellsten zur Woge. Schula, wie sind diese Schiffe überhaupt hierher gekommen? Was glaubst du, was passiert, wenn die Esper des Wassers wütend wird? Dass du das überhaupt fragen musstest. Kann ich da lang? Nee, kann ich nicht, ne? Wir sind nicht allein. Ja, den machen wir Platz.
Tomberries. Grausame Kreaturen voller Hass auf alles und jeden. Alles außer scharfen Messern, wie es scheint. Ich will zwar nichts sagen, aber Josh schaut rein. So, ich kann in zwei Richtungen gehen. Da lang oder da lang. Nehmen wir mal die rechte Seite, warum nicht? Graue Witwe. Ja, ich versuche mit 30 mal auszuweichen, weil das bei anderen viel auch so ist. Mist, hier hätte ich auch gehen sollen. Ich will jetzt wieder ins Kampfsystem kommen. War ein ordentlicher Kampf. Katzengold. Katzengold ist doch Fake Gold, ne? Es riecht nach Meer. Wir sind fast da. Wir sind fast da, das ist doch schön. Das habe ich gebraucht. Ja, einen Halterring nehme ich mal mit. Alter Schwede, ist das... Und wie erreichen wir nun die Woge? Wir folgen der Küste nach Norden. Dort gibt es eine Brücke, die zum Kap führt. Na, da geht's auch lang, aber da ist nun... Das versperrt. Noch. Da willst du nicht runtergehen, glaub mir. Ich frage am besten erst gar nicht. Warum? Alter, stell dir mal vor, das ist echtes Wasser, was einfach nur in der Zeit stehen geblieben ist, nicht vereist ist oder so, weil hier geht es ja nicht um Shiva. Ah, die Gazellen will ich nicht schlachten. Die scheinen voll nett zu sein. Was hat es denn mit diesem Lichtstrahl auf sich, wenn ich fragen darf? Er verhindert, dass die See sich die Woge zurückholt und unser Volk Valeas befreit. Ich habe nicht so ganz verstanden, was sie jetzt damit meinte.
dass die Woge sich das Wasser zurückholt. Was zum Geier? Ach ja, dann könnte man runter. Ich dachte schon, ich hätte jetzt die Klippe runtergeboxt. So, ätherische Asche. Interessant, warum liegt die denn hier überall rum? Eigentlich brauchten wir die doch gar nicht. So, das Gefühl, mit Shivas Fähigkeit kann ich hier nicht so viel machen. Du hast erwähnt, dass das Kind in der Woge gefangen ist. Wie können wir es dann überhaupt erreichen? Ich hoffe doch, dass wir nicht die Luft anhalten müssen. Keine Sorge. Die Woge umgibt das Kap, ohne es zu überschwemmen. An dessen Spitze findet sich ein Pfad. Der führt hinunter zum Meeresboden und zum Ursprung der Welle. Verstehe. Naja, Valeas wäre nicht der erste Dominus, dem wir auf dem Meeresgrund begegnen. So. So, nehmen wir mal die restlichen Reste von meinem